Die 100-Meter-Hürden in einer ausgezeichneten Besetzung. Tatjana Anissimova, schon 32 Jahre alt, aber nach wie vor Weltklasse. Ganz rechts im Bild mit der 68 war die zweite sowjetische Läuferin, Maria Mertschuk. Chemenchichi, die schon in Potsdam beim internationalen Wettkampf startete. Die beiden sowjetischen Läuferinnen treffen auf Bettina Gerz, die Jahresweltbeste, und auf Kerstin Knabe. Also von rechts noch einmal Anissimova, Gerz, Mertschuk, Knabe. Dieses Rennen wird auf den letzten Metern entschieden. Mertschuk fährt noch, aber Knabe gewinnt. Kerstin Knabe gewinnt vor Mertschuk und Anissimova und die Zeit 12,74 Sekunden. Eine sehr gute Zeit bei diesen Bedingungen. Allerdings muss man hinzufügen, dass der gestrige Gegenwind heute nicht mehr weht. Heute haben wir Rückenwind für die Sprinter und das ist wiederum für die Hürdensprinterinnen auch nicht das Allerbeste. Plus 1,0. Ja, auf den letzten Metern entscheidet sich das Rennen, wie zu erwarten. Kerstin Knabe ist die Stärkere, Mertschuk zweite, Anissimova dritte, Gerz vierte. Die 200 Meter mit der Olympiasiegerin Bärbel Wöckel auf der zweiten Bahn. Innen Irina Olchownikowa, UdSSR, eine noch wenig bekannte Sprinterin. Dann Bärbel Wöckel, die Olympiasiegerin von Montreal und von Moskau. Galina Michejewa aus der UdSSR. Und Sabine Rieger, die Junioren-Europameisterin des vergangenen Jahres auf der 200-Meter-Strecke, ein neues Sprinttalent aus der schier unerschöpflichen Reserve des SC Jena. Aber Frühstart der Olympiasiegerin. Es wird doch nicht genauso gehen wie gestern beim 100-Meter-Lauf, als uns ein Schauer nach dem anderen über den Rücken lief. Aber mittlerweile habe ich aufklären können, dass beim ersten Fehlstart der Starter die Schuld auf sich genommen hatte. Deswegen gab es keine rote Karte für Malis Göhr, wie ich zunächst vermuten musste. Noch einmal Olchownikowa, Wöckel, Michejewa, Rieger. Ja, jetzt hat sie den Start natürlich ein bisschen verschlafen, die Bärbel Wöckel. Sie kam zu spät aus den Blöcken heraus. Die sowjetische Läuferin auf der Außenbahn, Michejewa, scheidet verletzt aus. Bärbel Wöckel wird dieses Rennen gewinnen. Platz 2 für Sabine Rieger, ihre Clubkameradin, dritte Olchownikowa und ausgeschieden ist Michejewa. Zeit 22,25 Sekunden, ist eine sehr gute Zeit für die heutigen Bedingungen. Ihre bisherige Jahresbestleistung steht bei 22,19. Jetzt klare Sache für Bärbel Wöckel und Sabine Rieger beweist Stehvermögen. Hält mit der Olympiasiegerin gut mit und hat sicherlich persönliche Bestleistung erreicht. Die stand bisher bei 22,64. Nächste technische Disziplin, Diskuswerfen der Frauen mit Silvia Madetzky. 20,27 Meter für Wladimir Kiseljow beim Kugelstoßen. Damit bleibt er aber noch immer auf Platz 4. 5 cm fehlen ihm zur Weite Peter Blocks. Madetzky 59,78 Meter. Bayer 21,73 Meter. Die
Galina Murashova mit einem Wurf von 63 Metern etwa. 43. Vier Wettkampfminuten stehen uns bevor, vielleicht und hoffentlich etwas weniger, vielleicht auch ein weniges drüber. Bei vier Minuten beginnt die Weltklasse. 1500 Meter Lauf mit Samira Saitseva und Olga Dvirna. Kenner der Leichtathletik werden jetzt wissen, dass da tatsächlich zwei sehr starke Läuferinnen aus der UdSSR am Start sind. Sie treffen auf Beate Liebig und auf Ulrike Bruns. Und die Frage ist, ob von Anfang an Tempo gelaufen wird, wie gestern beim 3000 Meter Lauf. Es könnte sein, denn Saitseva ist sofort an die Spitze gegangen, hat die Führung übernommen. Seite lassen, der sechste und letzte Durchgang hat begonnen. 400 Meter sind von den Frauen zurückgelegt worden. Saitseva war noch immer in Führung, aber jetzt deutet sich ein Führungswechsel an. Etwa 61 Sekunden Zwischenzeit, eine gute Zwischenzeit. Olga Dvirna, die in diesem Jahre bereits die 4-Minuten-Grenze unterbot. Samira Saitseva, jetzt an zweiter Stelle, ist in den Listen die viertbeste in der Welt. Der Weltrekord wird gehalten von Tatjana Kasankina, der Olympiasiegerin von Montreal und von Moskau auf dieser Strecke, in 3 Minuten 52,47 Sekunden. Der letzte Kugelstoßer war Kiseljov. Das Tempo scheint zügig, aber unsere Mädchen bleiben mühelos dran. Daraus darf man wiederum den Schluss ziehen, dass es nicht übermäßig scharf ist. Silvia Madetzky im zweiten Durchgang. Ein Spurtrennen deutet sich an. Darauf ist die Taktik wohl aufgebaut. Die sowjetischen Mittelstreckenläuferinnen waren an schnellerem Tempo interessiert als die unseren. Ulrike Bruns vertraut auf ihre Spurtstärke. In die letzte Runde geht der 1500 Meter Lauf. Olga Dvirna und Samira Saitseva, die beiden sowjetischen Läuferinnen, die das Tempo gemacht hatten bis hierher, immer noch vorn. Ulrike Bruns auf Platz 3. Beate Liebig hat Mühe, dem Tempo zu folgen. Olga Dvirna hat sich 2 Schritte absetzen können von ihren Verfolgerinnen. Ulrike weiß jetzt nicht genau, was sie machen soll, ob an der Innenkante bleiben oder außen herum die Lücke schließen. Aber in der Kurve verbietet sich das von selbst. Auf den letzten 100 Metern wird dieses Rennen entschieden. Jetzt wird Ulrike Bruns wohl ausscheren müssen auf die Bahn 2, wenn sie noch weiter nach vorn kommen will. Aber Saitseva zieht an. Ein Doppelsieg für die sowjetischen 1500-Meter-Läuferinnen. Olga Dvirna als Erste, dann Samira Saitseva, Ulrike Bruns und Beate Liebig. Und die Zeit unter 4 Minuten, 3 Minuten 59,3 Sekunden. Ja, eins kann man eben nur übertragen. Irina Meschinski warf 69,02 Meter im ersten Durchgang. Sie ist zum zweiten Mal jetzt im Ring. Die Jahresbeste mit 70,64 Meter. Diesmal nur knappe 65 Meter.
Diese Saison schon einmal. Jetzt wollen wir versuchen, den Überblick zu finden im Diskuswerfen der Frauen. Silvia Madetzky, die blonde Hallenserin, beim dritten Wurf. Er geht knapp über die 60-Meter-Grenze hinweg. Aber es ist ihr bisher bester. Irina Meschinski führt mit 69,02 Meter, dann Galina Morashova mit 64,40 Meter, Galina Savinkova, auch eine 69-Meter-Werferin, bisher 60,14 Meter. 62,94 war Morashova weit gekommen. Irina Meschinski. Die Werferinnen vom TSC in Berlin haben sich enorm steigern können. Trainerin Helga Börner hat gute Arbeit geleistet. Die 65-Meter-Marke wird da getroffen. In dieser Höhe von 1,94 Meter. 64,90 Meter für Irina Meschinski, Jutta Kirst. Sprung in der Zeitlupe. Und nächste Werferin Galina Savinkova. Ich werde mit diesem Wettkampf nicht unzufrieden sein können, denn ich habe es ja schon gesagt, die 1,91 Meter sind persönliche Bestleistung. Die beiden DDR-Diskuswerferinnen sind als Juniorinnen bekannt geworden. Silvia Madetzky, Zweite bei den Junioren-Europameisterschaften. Irina Meschinski, Erste bei den Junioren-Meisterschaften. Das geschah vor 3 Jahren in Bydgoszcz. Galina Morashova. Den Kampfrichterinnen und wir gehen zum Diskuswerfen. Nach einem 63-Meter-Wurf von Galina Morashova kommt jetzt wieder Irina Meschinski, die, wie ich meine, unbedrängt führt mit 69,02 Meter. Da wir diesen Wurf aber nicht zeigen konnten, hätte ich es schon ganz gern, wenn sie auch mal im Bilde einen Wurf von 68 oder 69 Metern anbieten könnte. Das ist ja schon fast. Sind 68 Meter. Das ist also keine Eintagsfliege, diese Irina Meschinski. Beständig und auf einem hohen Leistungsniveau. Ausgeglichenes, regelmäßiges Tempo über 5000 Meter. Diskuswerfen, da hat sich doch schon einiges getan. In der Zwischenzeit, die 65-70 sind korrigiert worden auf 68-70. Der Wurf vorher für Meschinski. Und dann kam Galina Savinkova auf 68,12 Meter. Jetzt ist nicht Madetzky im Ring, sondern Meschinski. Irina Meschinski mit ihrem 5. Wurf. Ungültig. Sie wird nach vorn herausgetragen. Schade, er war knapp 70 Meter weit. Es geht gleich in die letzten beiden Runden und unsere beiden laufen jetzt ein taktisches Rennen. Den ersten sowjetischen Aktiven sind sie bereits los. Jetzt Tempoeinlage von Jörg Peter. Romualdas Sausaitis ist abgeschlagen. Dmitri Dmitriev hat sich noch sehr gut gehalten und jetzt greift Hans-Jörg Kunze Dmitri Dmitriev, den 25-Jährigen, an. Aber über Jörg Peter staune ich. Er läuft ein ganz couragiertes Rennen, hat auch auf den letzten 400 Metern deutlich beschleunigt. Das Rennen ist jetzt sehr schnell geworden. Aber da schauen Sie, was in dem sowjetischen Läufer steckt. Eine Bestleistung von 13,24,23 hat er. Das ist der Letzte, der Vierte, Sausaitis. Er hat keine Chance mehr, sein Schritt ist auch schwer, das sehen Sie deutlich. Wir gehen wieder zur Spitze. Noch 500 Meter.
Jörg Peter muss jetzt seinen Spurt bezahlen, er fällt zurück. Aber Hans-Jörg Kunze wartet auf seinen Spurt. Hochsprung 1,96, Andrea Binjas. Erster Fehlversuch. Dimitri Dimitriev oder Hans-Jörg Kunze, achten Sie jetzt auf die nächsten Meter. Jetzt sind es noch 200 Meter und gleich wird sein Antritt kommen. Steigerungslauf von beiden, aber noch hat Hans-Jörg Kunze nicht angetreten. Da kommt er, das ist sein Antritt. Und da ist er vorbei. Und keine Chance mehr für Dimitri Dimitriev. Das ist Hans-Jörg Kunze, wie wir ihn kennen. Und da nimmt er den Gang heraus. Er hat gewonnen in 13,29,87. Zweiter Dimitriev und dritter Jörg Peter. Ja, das ist ein Lauf nach den Wünschen von Hans-Jörg Kunze gewesen. Sein erstes 5000 Meter Rennen. Und dafür, glaube ich, ist auch die Zeit ganz ordentlich. Er ist ja einfach auf Sieg gegangen. Jutta Kirst. Also 1,96 Meter. Noch haben unsere Damen zwei Möglichkeiten. Der Doppelsieg ist bereits gesichert. Wir gehen aus Cottbus erst einmal nach Berlin zurück und rufen die Kollegen der aktuellen Kamera. Hier ist die aktuelle Kamera mit Nachrichten. Guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst zur Situation im Nahen Osten. Die USA haben sich im UNO-Sicherheitsrat erneut hinter den Aggressor Israel gestellt.